Hallo und herzlich willkommen in der Welt von Paint and Smile, liebe Malfreunde. In diesem Gratis-Video zeige ich euch, wie ihr die Vorstufe zu diesem Bild, den sogenannten Farbrolling für die Technik Abenteuer im Kopf, herstellt. Dieser Farbrolling ist an sich schon ein Kunstwerk für sich. Nur wir arbeiten dann mit diesem Farbrolling weiter und malen dann dieses Bild. Also lasst euch überraschen, was diese Technik kann. Wir nehmen, gehen mit den Farben streifig herein. Leg das mal so an. Dann nehme ich hier etwas Zitronengelb. Farben dünn auftragen, am besten wieder mit dem Handballen verwischen, dann nehme ich etwas Rot dazu, ganz dünn, die Farben ganz dünn verstreichen, ich kann hier etwas Rot ins Gelb reingeben. Hier vielleicht noch etwas Rot dazu. Dieses Bild steht jetzt auf dem Kopf, das heißt, hier wird der Kopfbereich der Dame, das die Kleider laufen daher bis zum unteren Rand. Dann nehme ich etwas vom Phytalo Blau, also das hellere Blau. Legt das hier mal hier ein blaues Kleid an und hier gehe ich in das Zitronengelb mit dem Blau rein, damit wir grüne Töne bekommen. In der Mitte lasse ich einen Streifen weiß, dann nehme ich für den Haarbereich hier zum Beispiel etwas preußisch blau. Diese Dame bekommt ja gelbliche Haare. Haarbereich ist allerdings günstig, wenn man immer wieder auch dunkle Farben verwendet. Aber es kann hier zum Beispiel auch rot dabei sein. Diese Dame hat rote Haare und dann verwende ich noch wieder meinen Schwarzlack und gebe hier oberhalb der weißen Fläche, lege ich hier schwarze Haare an, den schwarzen Lack, den lassen wir dann in die weiße Fläche hineinlaufen. So, ich nehme jetzt mein Latextuch. Schwammtuch. Gebe genug Wasser wieder auf mein Bild. Und jetzt beginne ich wieder die Farben zu lösen. In diesem Fall bitte nicht quer fahren beim Farbe lösen, sondern eher vertikal. Hier das blaue Kleid, das rote Kleid etwas lösen, so dass dann das Wasser und die Farben gut ineinander verlaufen können. Ganz wichtig ist, ausreichend Wasser verwenden. So, dann zum Schluss lösen wir noch die Farben im Kopfbereich. Das ist wichtig, diese Farben müssen wieder vom Dunklen ins Helle laufen, also in diesem Fall vom Kopfbereich. Ja, und hier gebe ich noch etwas Wasser dazu, damit
graue Farbe hier auch ordentlich läuft. In diesem Fall lasse ich die Farben nicht quer laufen, sondern nur von oben nach unten laufen. Gut, das reicht. Jetzt trockne ich das Bild wieder zu 80-90% auftrocknen. So, ich denke, das reicht. Ja, also das sind jetzt ca. 80% trocken. Gebe jetzt wieder Wasser über das Bild, wasche es sanft. Nicht zu fest, schön sanft damit genug Wasser waschen. Dann löst sich die Farbe, die wir dann nicht mehr am Bild haben, optimal vom Bild weg. Und ich ziehe die Farben jetzt wieder ab. Legt dabei nicht die Hand aufs Tuch, sondern zieht einfach wie beim Aufwischen das Tuch über das Bild. Und ihr seht schon, es entstehen hier fantastische Farbstrukturen. Ja, fertig ist unser Farbrolling und man kann jetzt schon mit etwas Fantasie die späteren Körper erkennen. Ja, liebe Malfreunde, wenn ihr jetzt wissen wollt, wie ihr aus dem Farbrolling, den wir hier erzeugt haben, dieses Bild malt, dann meldet euch an bei www.paintandsmile.com. Ihr lernt dabei diese Maltechnik an deinem Kopf und ihr lernt eine ganze Reihe anderer Techniken und viele Motive kennen. Also meldet euch an und malt wie ein Profi.